Hör ab! Weg! Thank you.
nur wenige von euch. Yeah!
sorgst für gehörigen Tumult. Aber ich hatte nichts anderes von dir erwartet, Mythos. Du wieder. Langsam könntest du dich vorstellen. Erst entweichst du unser Grab. Und jetzt bist du hier. Mit einer Armee voll Marionetten. Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen wie du und ich. Nur werden sie nicht vom Willen belastet, der unser Eins seit langer Zeit schon so plagt. Sie sind rein. Sie sind göttlich. Was? Dies war eine Stadt des Frevels. Und nun sind es nur sie, die noch stehen. Dafür wirst du bezahlen. Wie du wünschst. Ich gebe zu, dass ich mich sehr auf diesen Augenblick gefreut habe. Gestattet mir dieses Vergnügen, Majestät. Der Leib wird nicht zu Schaden kommen. Ich bin Sleipnir von Haus Harvard. Und du unterliegst! Mythos! Bist du bereit, dein wahres Ich zu entfesseln? Ja, das deine Flammen entfachen? Was jetzt? Ein Geschenk aus dem Arsenal meines Lehnsherrn. Sieh genau hin.
Danke, Rosa. Leib ist stark. Mein Herr. Clive! Du lebst? Ihr zum Glück auch. Ja, tun wir. Wir sind leider zu spät gekommen. Die Akasischen waren schon da. Nun, ihr habt's versucht. Wir waren alle zu spät. Was ist? Nichts. Hoffe ich. Allewiger. Verlässt du uns schon, Mythos? Der König. Ganz recht. Kniet nieder vor Barnabas Tarm. Wächter von Ashra und König von Valut. Zurück. Enttäuschend für den Bezwinger meines teuren Kommandanten. Dennoch sehe ich, warum mein Meister dich begehrt. Die Macht in dir, Mythos. Die Chance. Hör auf, mich so zu nennen! Aber Mythos ist der Anfang. Du bist das Fundament der Schöpfung. Der Leib des Herrn. Das ist dein Zweck. Mein Zweck? Ich soll diesem Ding Körper und Seele aushändigen? Nein, Majestät. Mein Leben gehört mir. Ich habe meinen Freunden ein Versprechen gegeben. Und nichts wird verhindern, dass ich es halte. Du lässt dich von diesem Irrglauben des freien Willens deiner wahren Größe berauben? Wahrlich, wie ein wucherndes Geschwür, das entfernt werden muss. Versuch's.
Hier! Hier lang! Schnell! Unermessliche Macht. Und sie nutzen sie als Krüppel. So verschwendet. Wird er es schaffen? Phönix kann Wunden schließen, doch der Geist muss allein heilen. Ich befürchte, ab jetzt liegt es an ihm. Dieser Ort ist erstaunlich. Ein Bau solchen Ausmaßes. Doch ihr haltet ihn versteckt? Im Schiff da sind Wunder, für die wir noch nicht bereit sind. Wenn die Gilden davon Wind bekämen, würden sie alle anklopfen. Und wie geht's ihm? Mach dir keine Vorwürfe. Er hat kaum geatmet, als ihr angekommen seid. Er wäre gestorben, wärst du nicht gewesen. Nein, Barnabas mag jede einzelne Sehne in Clives Körper durchtrennt haben. Doch er ging sicher, dass er ihn nicht töten würde. Jede einzelne Sehne? Erlaubt mir, eure Lordschaft. Was fällt mir denn bitte ein, euch die Arbeit aufzuhalsen? Ich bringe meinem kranken Neffen liebend gerne eine kleine Stärkung. Ja, sicher, aber... Ihr habt schon so viel für uns getan. Pumpt eure Gilde in unser Versteck und jetzt das Schiff. Ich will nicht unhöflich sein. Du riskierst dein Leben. Und wofür? Du kennst mich doch kaum. Warum? Seid ihr alle verrückt oder was? Das geht vielleicht zu weit. Clive! Du bist wach. Mein Junge. Ich möchte einfach nur helfen. Denn die Welt rettet sich nicht selbst. Es war Sid. Dein Vater, der mich das gelehrt hat. Klingt nach ihm. Tu das ja nicht nochmal. Wo sind die Valuta? Die Feiglinge sind abgehauen, auf ihrer Galeone. Mit dem König an Bord, natürlich. Die Einherja segelt nicht ohne ihn. Clive. Jill ist nicht bei uns. Was meinst du? Während sie dich gerettet haben, hat sie den Weg versperrt. Keine Sorge, Matt. Jill lebt. Wir spüren den Äther ihrer Esper. Und solange das so bleibt, ist es sicher, dass sie noch lebt. Wir folgen der schwarzen Galeone. Jill ist beim König, ich weiß es. Na, viel Glück dabei, denn mein Schiff kommt hier nicht los. Es ist der Mithril-Antrieb. Er schlägt aus wie ein wilder Chocobo und die Teile kommen damit nicht klar. Aber du hast eine Idee. Ja, aber ich brauche noch was. Mein Paps hat das sicher kommen sehen. Wenn ich seine Schriften hätte. Wenn du seine Schriften hättest, dann lägst du uns einem Felshaufen begraben. Otto hat aber noch ein paar retten können. Er müsste einige Seiten in seinem Lager haben. Dann müssen die wohl reichen.
Tut, was ihr könnt, um ihr zu helfen. Ich rede mit Otto. In deinem Zustand? Du gehörst ins Bett. Mag sein. Aber die Welt rettet sich doch nicht selbst. Also gut. Laut Gav kann Otto weil. Cole meinte, in Canva sei alles voll mit Akasen. In den Bergen lauern Akasische und in den Tälern staunt. Das kannst du laut. Wie kann ich dir heute behilflich sein, Klein? Bitteschön. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Ein bisschen Aufruhr ist gut fürs Geschäft. Noch vor ein paar Tagen haben sich Geister. Keine Angst. Die Monster sind weg. Auf in die Aue. Sollte ich hier in der Nähe der Küste fündig werden. Mehr blaue Drachen und bernsteinfarbene Pflanzen. Sollten leicht zu finden sein. Dieser Duft, sicher die Engelshauben, bleibt noch der Himmelswurm. Das muss der Wyvern sein. Gut, bringen wir es hinter uns. Das sind alle Zutaten, die Molly für ihr Rezept braucht.
Also zurück. Und? Hast du von Harpo was erfahren? Hab ich. Er war wie immer sehr hilfsbereit und konnte mir genau sagen, wo ich suchen muss. Was genau werde ich denn nun zubereiten? Oder soll ich lieber nicht fragen? Blaurücken-Wyvern-Leber und ein Farn namens Engelshauben. Ah, Wyvern-Leber also. Naja, immerhin keine echten Würmer. Also gut, du bleibst, wo du bist. Ich schmeiße den Herd an. Hoffen wir, dass die Köche von einst wussten, wovon sie sprachen. Und voilà! Gebratener Himmelswurm-Leberschmarrn. Yvonne hat angeboten, ihn als Erster zu kosten. Also genauer gesagt, hat er förmlich darum gebettelt. Ja, aber natürlich. Gibt es eine größere Ehre, als ein Stück kulinarische Geschichte mitzuerleben? Das ist nicht die Reaktion, die ich mir erhofft hatte. Was ist das für ein Hexenwerk? Erst salzig und knusprig, dann weich und luftig. Eine geradezu stürmische Attacke der Aromen. Doch es ist der pikante Kuss der Engelshauben, der dieses wilde Gericht zähmt. Es ist eine Meisterleistung, eine Naturgewalt sogar. Ein Strudel aus Geschmack und Gefühl. Ein anmutiges Biest, das aus einem Schlummer erwacht ist. Ich glaube, er mag es. Kann ich nicht genau sagen bei all dem Unsinn, den er redet. Aber du könntest recht haben. Es schmeckt wohl nicht schlecht. Nicht schlecht? Unglaublich! Und niemand soll es wagen, das Gegenteil zu behaupten. Sid, darf ich vorschlagen, dass du einer Gruppe deiner besten Kämpfer befiehlst, sofort ein Dutzend Blaurücken-Wyvern zu beschaffen? Ich denke darüber nach. Sieh mal an, du lebst hier noch. Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Was willst du? Sollte eine Weile halten. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Pass gut drauf auf, ja? Was soll ich bloß tun? Ist alles in Ordnung, Götz? Du wirkst noch fahriger als sonst. Oh, ich weiß nicht, was das heißt, aber ich bin durcheinander.
Ich mache mir doll Sorgen um Tante, weil sie... Ach. Ganz ruhig. Was ist los? Ein Händler kam her, ein Stammkunde. Er sagte, er hätte böse Gerüchte über Charon gehört, in Dalimil. Dass sie Geschäfte macht mit miesen Räubern und Banditen und so. Ich weiß, dass sie gerne Geld verdient, aber... Aber sie verkauft nichts an Bösewichte. Schon gar nicht an solche, die Unschuldigen wehtun wollen. Ich wollte sie danach fragen, aber sie würde mir die Ohren langziehen. Deine Ohren würde sie nicht langziehen, oder? Keine Sorge. Ich rede mit ihr. Oh, danke, Clive. Du sagst mir dann aber, was sie sagt, ja? Natürlich. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Hallo, Charon. Wie läuft's? Also klagen kann ich nur über das Wetter. Der Handel läuft also hier im Versteck und außerhalb? Kann man sagen. Moment. Worauf genau willst du hinaus? In 5 Jahren hast du dich nicht einmal um meine Angelegenheiten gekümmert. Und heute fragst du mir aus heiterem Himmel Löcher in den Bauch, als hätte ich was ausgefressen. Dann wird's Zeit, mal zu fragen. Also gut. In Wirklichkeit bin ich hier, weil mir Gerüchte zu Ohren gekommen sind, dass du Waffen an Banditen verkaufst. Ah ja? Und wer ist es, der mich so gut kennen will, dass er über meine Missetaten reden muss? Ich habe es nicht wirklich aus erster Hand. Ich weiß nur, es gibt jemanden in Dalimil, der die Gerüchte verbreitet. Ja und? Du glaubst sie? Du denkst, ich bereichere mich auf Kosten Unschuldiger? Hör zu, ich bin nicht stolz auf meine Vergangenheit. Es mag eine Zeit gegeben haben, in der ich die Augen vor dem Elend der Welt verschlossen habe, um mich zu bereichern. Doch dieser Frau gibt's nicht mehr. Und das wüsstest du, wenn du je auch nur ein bisschen darauf geachtet hättest. Du hast recht, Charon. Entschuldige. Ich hätte es besser wissen sollen. Ja, hättest du. Nun, du hast sicher Besseres zu tun, als mit erhobenem Zeigefinger eine alte Frau zu beschuldigen. Natürlich. Leb wohl. Ich habe mit Charon gesprochen. Und was hat sie gesagt? Dass die Gerüchte falsch und wir Narren sind, weil wir sie für wahr gehalten haben. Und noch andere Dinge, die das verdeutlicht haben. Sie hat außerdem erzählt, dass sie durchaus Dinge getan hat, die sie bereut. Aber dass diese Tage hinter ihr liegen. Oh, das ist gut. Ich habe gewusst, dass Tante nichts Böses macht. Aber warum sagen die Leute dann sowas? Was hat Tante ihnen je getan? Das ist nicht nett. Nein, ist es nicht. Menschen tun Dinge aus allen möglichen Gründen. Nicht immer guten. Ha, ich will's genau wissen. Der Händler, er hat gesagt, in Dalimil reden alle über sie. Da werde ich hingehen. Ich finde schon jemanden, der mir den Grund sagt. Hältst du das für klug? Wer diese Gerüchte verbreitet, will Charon schaden. Oh, richtig. Und deshalb wirst du mich begleiten, habe ich recht, Clive? Richtig, Götz.
Die Banditen sind weg, aber sieh dir an, wie das hier. Mama. Götz zu finden sollte nicht schwer sein. Die Männer von der Stadtwache sind ja schon ein. Könnte sein, dass ich mehr war. Clive, hör mal! Ich habe einen gefunden, der mehr über die Gerüchte weiß. Wirklich? Los, sag ihm, was du mir erzählt hast. Also gut. Wie gesagt, ein runzliges altes Weib namens Charon verkauft Stahl an jeden, der ihren Preis zahlt. Egal, ob Ritter oder Knappe. Sie sagt, je mehr Schwerter und Speere sie den Leuten verkauft, desto mehr Kriege führen sie. Und je mehr Kriege geführt werden, desto mehr Schwerter und Speere werden gebraucht. Und an wen wenden sie sich, wenn sie mehr Stahl brauchen? An die gute Sensenfrau selbst. Und du hast die Sensenfrau selbst bei der Arbeit gesehen? Ja, zufällig habe ich das. Meistens verrichtet sie genau hier ihre Arbeit. Hier in Dalimir. Wo genau? Sie hat einen Stand auf dem Markt, wenn sie nicht direkt in ihrem Lagerhaus am Rande der Stadt verkauft. Aber in die Höhle der Löwin wage ich mich mit Sicherheit nicht. Nun, Reisender, bist du mutig genug? Wenn das alles ist, ich muss nun weiter. Ich will dich nicht aufhalten. Tante ist nicht diese Sensenfrau, oder? Nur wenn sie das Geheimnis entschlüsselt hat, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Hä? Zwei Orte? Charon hat das Versteck seit Wochen nicht verlassen. Wer also betreibt dann diesen mysteriösen Stand? Gute Frage. Ich gehe und sehe nach. Und ich statte dem Lagerhaus einen Besuch ab. Ist gut, aber sei bloß vorsichtig. Du auch, Götz. Die Männer von der Stadtwache sind ja schon ein Stern. Eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht. Ohne euch wären wir verloren gewesen. Die Sicherheit der Stadt liegt nun in unseren Händen. Mal sehen, wer in der Höhle der Löwin wartet. Nur du, was? Ich habe wohl etwas zu sehr übertrieben. Die Geschichte war nicht gerade überzeugend. Und? Was jetzt? Das liegt an dir. Entweder kannst du langsam sterben oder schnell. Männer, er gehört euch. Aber das Schwert ist meins. Verschwindet und ich drück noch mal ein Auge zu.
Nun hast du's geschafft. Ja. Was hab ich geschafft? Wenn Borgin von dem Blutbad hier erfährt, bringt er dich eigenhändig um. Er wollte nur diesen Ochsen von einem Diener. Den Trottel, der immer Karon nachläuft. Du warst gar nicht eingeplant. Wer zur Hölle bist du überhaupt? Was habt ihr mit ihm vor? Borgin wollte über ihn an Karon ran. Ich sollte den Klotz nur in die richtige Richtung schicken, wenn er nach Dalimil kommt. Und dann musstest du auftauchen. Nun mach schon. Wenn du mich töten willst, töte mich. Du bist die Mühe nicht wert. Also verschwinde, bevor ich's mir anders überlege. Du verdammter Feigling! Ich muss Götz finden. Und zwar schnell. Nimm deine dreckigen Griffel von mir, du pummeliger Trottel! Ich bin nicht pummelig! Und hör auf, gemeine Lügen über Tante zu verbreiten! Nun, da muss ich dich enttäuschen. Es sind nämlich keine Lügen. Jedes einzelne Wort ist wahr. Und deshalb wird Charon für ihre Verbrechen bluten! Bluten? Götz, alles in Ordnung? Er will Tante töten! Er sagt, dass sie bluten muss! Nach ihren Taten verdient sie den Tod. Sie hat mein Leben und das unzähliger anderer ruiniert. Die Existenz dieser abscheulichen Harpyie ist eine Schande und ich bereite ihr ein Ende. Götz, nicht wahr? Ich habe keinen Streit mit dir. Nur mit deiner Tante. Geh jetzt. Ich werde dir kein Haar krümmen. Nein! Nein! Egal, was sie getan hat, ihr wirst du nichts antun. Das musst du versprechen, sonst... Sonst werde ich dich umbringen! Götz, nein! Schluss alle miteinander! Woher wusstest du? Ha! Ihr seid lange nicht so gewitzt, wie ihr glaubt, ihr zwei. Habt ihr gedacht, ich würde nicht merken, wie ihr euch davon stellt? Da habe ich überlegt, wer in Dalimil mir was nachtragen könnte. Und mir fiel eine wehleidige Rotznase ein, mit der ich mich früher mal angelegt hatte. Ist lange her, Borgin. Sehr lange. Ich dachte, die Jahre hätten dich zur Vernunft gebracht. Aber nein, du bist derselbe Hosenscheißer wie damals. Wie hatten wir dich genannt? Stinkebein! Du Hexe! Alles, was geschah, es war alles deine Schuld! Jetzt zahlst du für das, was du mir angetan hast! Götz, du! Wenn du Tante wehtun willst, musst du erst an mir vorbei! Dreck! Du einfältiger Riese! Aus dem Weg, mit dem werde ich allein fertig! So, Stinkebein, erinnerst du dich an unser letztes Treffen? Auge um Auge. Weise Worte sind das. Weise Worte. Und nun wird abkassiert. Hat etwas länger gedauert. Ist er... tot? Nein. Doch, das wäre er sicher gern. Ist nicht so leicht, mit einem Auge weniger zu leben.
Ich muss es ja wissen. Wie meinst du das? Oh, sag bloß, das ist dir nie aufgefallen. Vor langer Zeit habe ich eins wegen dem alten Stinkebein verloren. Er hat behauptet, ich hätte ihn bestohlen. Ich hatte nichts dergleichen getan, aber das hielt ihn nicht von seiner kleinen Rache ab. Also habe ich dafür gesorgt, dass er alles verlor. Sein Geld, seine Kunden. Ich dachte mir schon, dass er mir das noch heimzahlen will. Doch mit dem armen Götz hat er eine Grenze überschritten. Hat er dir etwas getan? Nein, Tante. Alle Arme noch dran. Schau, Beine auch. Aber was, wenn er wiederkommt? Soll er doch. Dann hole ich mir sein anderes Auge und arbeite mich runter. Er wird seine Lektion schon noch lernen. Wobei ich glaube, dass das alte Stinkebein sie schon gelernt hat. Gut, bringen wir euch zurück ins Versteck. Ihr habt schon genug Aufmerksamkeit erregt. Los, Clive! Wenn Charon einmal ernst macht. Nichts verdirbt den Magen so gut wie eine Portion kalte Rache. Entschuldige, Tante. Ich habe es nur noch schlimmer gemacht. Dabei wollte ich dich doch nur beschützen. So wie du mich beschützt. Ja. Was blieb mir übrig? Sollte ich zusehen, wie deine Eltern dich zu Tode prügeln? Wir wären wohl beide schlechter dran, wenn ich es nicht getan hätte. Du warst immer mein rechtes Auge, Götz. Und das soll auch so bleiben. Also wage es ja nicht, dich nochmal in Gefahr zu begeben. Mach ich aber. Wenn ich dich beschützen kann, tue ich es wieder und wieder. Auch wenn du meckerst. Du bist ein Dickkopf. Schön. Spiel den Helden, wenn's dich glücklich macht. Danke, Tante. Ich werde dich stolz machen. Er würde einfach alles für dich tun. Das mag ja sein. Aber wenn er je auf eigenen Füßen stehen will, muss er anfangen, auch auf sich selbst aufzupassen. Bis dahin muss ihm jemand den Rücken frei halten. So wie du in Dalimil. Glaub mir, ich weiß das zu schätzen. Natürlich. Er ist Familie. Hör auf! Du machst mein gutes Auge trübe. Und glaub nicht, dass du eine Extrawurst bekommst. Ein Trank kostet dich heute so viel wie gestern.